Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einem Video von Champions of Regnum. Ja, das Spiel hat mich letztes Jahr ein bisschen gefesselt, aber dann ja wegen Spielerinaktivitäten und so ein bisschen wieder weggebracht und jetzt bin ich wieder zurück. Diesmal auf Alysios, da mochten viele drauf. Ich bin aber leider auf Ra, also wenn ihr Lust habt und auf Valhalla seid, kommt doch ein bisschen rüber auf Ra, da gibt es mehr Leute und dann auch anderssprachige Leute, aber vor allem hier in Alysios sollten es ganz viele Deutsche sein, die hier ja, stammen, also richtig lange spielen sozusagen, das Haupt, nicht Valhalla. Ja, ich habe mir einen Lamai genommen, der ist scheinbar einer der besten Bogenschützen von den Eisen, wenn nicht schon sogar der beste. Und ich nehme den Schützen jetzt diesmal, der Jäger war mir das letzte Mal doch recht zu passiv, schwach. Das ist ein bisschen schade, ich will nicht ein Debuffer sein und ein ja, Beschwör, der sowieso nicht so richtig stark ist und so. So, also ich werde ja eben ein Gameplay machen. Immer wieder ein bisschen updaten, was ich so gemacht habe, geschafft habe. Und wenn wir ein bisschen Krieg machen und so, werde ich natürlich alles aufnehmen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr mitmachen. Ihr dürft ja, dabei sein, ihr dürft alles mögliche etwas wünschen, ihr dürft sagen, wenn ihr irgendwo wenn ich irgendwas aufnehmen soll. Ich werde extra ein bisschen weiter weg sein, damit ich nicht gleich sterbe, aber so, dass man es gut sieht, und ihr dürft dann ja von mir aus die Gegner wegkloppen und so weiter. Außerdem werde ich alle Items, die ich nicht brauche, ich werde nur diese Klasse nehmen, den Schützen. Alle Items, die ich finde, werde ich verschenken oder umtauschen. Je nachdem, wie wertvoll sie sind natürlich. Und ja, natürlich die am meisten machen, werden natürlich auch am günstigsten die Items bekommen und so weiter. Ich muss einfach schauen, dass ich selber auch noch ein bisschen weiterkomme. Und ja, wenn ihr natürlich etwas zu tauschen habt, das ich gebrauchen kann, gebe ich natürlich die besten Items, die ich nicht gebrauchen kann, ab. So. Wir müssen wahrscheinlich hier mal kurz aktivieren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Genau, der Speicherpunkt. Aber wir müssen nochmals zurück. Ich sehe gerade, wir müssen irgendwann mit Kisten Ding. Jetzt bin ich jetzt voller, weil ich so viel geredet habe, habe es vergessen. Man sieht es einfach nicht. Wo sind die Kisten? Dort hinten. Naja. Muss ich wieder ein bisschen reinkommen. Ja. Also es wird nicht allzu oft ein Video kommen, aber wenn es gut ankommt, dann kommen natürlich öfters Videos. Und ja, es waren ja richtig gut, also ein paar hundert kam ja richtig gut an. Leider jetzt nicht mehr so, weil halt Regnum nicht mehr so berühmt ist. Aber das wird es bald auch wieder und ich freue mich auf jeden Fall darauf. So. Okay. Ja, toll. Ich will aber zuerst mich ausrüsten. So. Ja, toll. Jetzt. Da wird man ja einfach reingeschmissen. Zeigetipps weg. So.
Oh, ich bin ein Monsterschreck. Ich habe ein Monster getötet. Cool. Das sind so unnötige Achievements. Hi. In jedem Spiel wird man voll gespammt mit Achievements. Da kommt nichts. Ja, dann halt hier. Ja. Dieser Schwachsinn muss ich ja nicht weiter weg. So. Gut. Ich mache noch die Kampfmusik aus. Da. Ja, die bleibt jetzt kurz an. So, haben wir die Quest erledigt. Oh, Goblins bezwingen. Oh, krass. Gut. Ich bin so winzig, ich habe mir extra ganz winzig gemacht, also klein. Und die kleinste Klasse genommen. Ja. Ich bin das Maskottchen dann von einer guten Gilde oder so. Je nachdem, was ihr da wollt. Und eben der Kameramann. Und der Diskuteur, der Moderator von der deutschen Fernsehsendung von Regnum. Ja, ja. Gut, haben wir schon ein paar Level, fast drei Level. Gut. Also, haben wir noch was zu bereden? Ja, ich nehme jetzt einfach Alsius, eben weil es am meisten hat, Deutsche, weil es für mich einfach das beste Reich ist. Das Ignis-Reich hat mich ein bisschen enttäuscht, weil, ja, ich dachte immer, die haben coole Rüstungen und so, coole Waffen, aber die meisten sind einfach öde. Es ist aber überall so ein bisschen, ja, man kann nicht sagen, toll, und man kann nicht sagen, schlecht. Es ist immerhin ein Spiel, was vieles richtig macht. Und das will ich so ein bisschen herausstechen, euch zeigen, wieso das Spiel so viel richtig macht. Und da kann ich leider ja nichts dafür, wenn ich auch zeige Sachen, die das Game schlecht machen. Aber, ja, die heutigen Gamer, die wollen halt immer das Game schlecht reden und so, das will ich so ein bisschen verhindern. Und mit euch die guten Sachen noch nach vorne bringen. Mit Rollenspiel, mit einer guten Gilde und alles Mögliche. Also, da werdet ihr sehr viel zu sehen haben. Und wenn ihr irgendwas wollt, dann kann ich es auch zeigen und so weiter. Ja, ich werde hier noch ein bisschen farmen. Einen leichten Streit kommen. Und dann so langsam nach oben kommen. Oh, Jagdlangbogen. Schon etwas, das wir gebrauchen können. Ich muss mal schauen, wie lange ich geben kann, ohne dass ich Geld ausgeben muss. Weil ich will es ja eigentlich so geben und zeigen, wie es ein normales Spiel machen würde, wenn er jetzt das Game gefunden hätte. Und ja, dann hat noch nicht so das Geld hat oder das Gefühl hat, das Geld auszugeben. Ja. Stats muss man auch nicht verteilen, gell? Und gar nicht verteilen. Puh. Attribute. Und ich werde es auch so spielen, dass ich jetzt nicht ins Forum gehe oder sonst irgendwas in den Chat schreibe. Ja, ich brauche das und das will ich und ich gebe euch das und so. Weil das macht einfach die Herausforderung weg und
Ja, man ist dann schon, ja, wie soll man sagen, zu schnell fertig, nicht, aber man hat es einfach zu leicht und das will ich so ein bisschen verhindern. Aber eben, wenn jemand etwas tauschen will oder etwas mir schenken will, jederzeit. Und wenn ich allzu OP werde, kann ich immer noch die Items einfach nicht verwenden. Und so weiter. So. Also, dann war's mit dem ersten Part dieses Gameplays. Und, jo. Eben. Weitere Videos folgen dann. So all ein und zwei Tagen. Und, ja. Schreibt mich mal an, Drago Basel heiße ich auf Ra im Reich Alsius. Und ja, es empfiehlt sich natürlich schon früh mit mir das zusammen zu machen, damit ich auch euch kennenlerne. Wenn dann hunderte von Leuten auf mich zukommen, dann kann ich ja gar niemand mehr kennenlernen. Und das ist so ein bisschen, ja, ich hoffe, es geht aber für alle gut aus und diskutiert mit mir, wenn es halt mal ein bisschen negativ ist. So. Ja, es ist schön hier, hä? Dann kann ich ein schönes Ende machen. So. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Noch ein kleines, kurzes Update. Ja, ich habe ein paar kennengelernt, habe ein bisschen, ja, viel geredet mit denen. Man merkt es, ja, es ist ein deutsches Volk. Alsius auf Ra. Sonst sehe ich nur ein paar Goldhändler hier bei Handel, die ganze Zeit spammen. Und ja, ein paar Spanier. Jo, mal schauen, wie sich das am Tag so entwickelt. Jetzt ist es natürlich schon spät. Und, ja. Was? Name, Reich. Oh, wie heiße ich? Muss ich schreiben, sonst mögen die Frauen mich nicht. Und jetzt wohl wieder. Gut. Also jetzt Video fertig. Der zweite Part kommt so bald wie möglich. Also, auf Wiedersehen.